Hallo und herzlich willkommen zu Isoware Live. Heute wieder eine pure Isoware-Sendung, nachdem wir in den letzten Folgen immer wieder Partnerunternehmen hier in der Sendung hatten. Schmeißen wir euch beide in den Laden. Voilà. Güven, was machen wir heute? Wir zeigen heute praktisch weiter in dem Thema Vorgänge Lüftfassade praktisch, wie man zum Beispiel bei einem alten Fertighaus aus den 70ern Dämmung nachträglich aufbringt und zwar möglichst wärmebrückenfrei. Das ist das erste Stichwort, wärmebrückenfrei. Wir haben ja in einer der ersten Sendungen hier hinten gedämmt mit Unterkonstruktion. Bevor wir aber da einsteigen, René, mich nochmal bitte in die Kamera. Wir haben zwei Gewinner, wie ihr wisst. Jeder 20. Anmeldung zu Isoware Live bekommt eins von diesen schönen Isoware Live Carbonmessern. Genau. Und in dem Fall sind es die Damen oder Herren, weiß ich nicht, Häusle und Tiger. Also wer sich mit den Nickname bei uns registriert hat, Glückwunsch zu einem dieser schönen Messer. Wir kommen auf euch zu. Danke. So, bleiben wir in der hinterlüfteten Fassade. Die erste Sendung haben wir ja gezeigt. Hier haben wir mit Unterkonstruktion gebaut, das heißt Querleitung, die Gefache ausgedämmt, um jetzt hier die Wärmebrücke Holz zu überbrücken. Nochmal vertikal eine Lattung, wieder mit Dämmstoff drin. Güven hat mir heute gesagt, wir dämmen ganz ohne diese Unterkonstruktion. Bin ich sehr gespannt drauf. Welches Material nehmen wir zum Dämmen, Güven? Ja, dafür haben wir bei uns aus dem Haus unsere Holzbau-Fassadendämmplatte. Wenn du mal gerade herkommst, René, kann man das auch wunderbar sehen. Das ist auch eine Ultimate-Platte in Lambda 032. Also man kann es hier im Titel sehen und hier auch in den Maßen. Auch ein A1-Produkt zu 95% aus natürlichen Bestandteilen sozusagen. Also im Endeffekt Feldspat, Basalt, Diabas. Nichts Besonderes, also alles, wunderbar. Was eigentlich grenzenlos verfügbar ist und das zu einem unheimlich hohen Prozentsatz, 95-98%, ist schon eine coole Kiste. Vermuten viele bei Mineralwolle eigentlich gar nicht. Eigentlich ist es ja nichts anderes wie fast eine pure Gestein- oder Silikate. Also richtig. Richtig. Das macht unseren Dämmstoff halt auch so nachhaltig. Bevor wir jetzt angehen ans Dämmen, du sagtest gerade, hinter uns jetzt simuliert ein Fertighaus aus den 70er, 80er Jahren. Genau. Damals nach energetischen Standards gebaut, völlig in Ordnung, aber heute, ja, da fordert die Energieeinsparverordnung ein bisschen was anderes und vor allen Dingen fordert auch eins die Vernunft, da nachträglich nochmal zu dämmen. Ich habe heute was gelernt, das hat mich umgehauen. Der Güven hat mir nämlich gesagt, der Ölpreis von vor knapp 40 Jahren zu heute hat sich um ein Vielfaches erhöht, Güven. Um wie viel Prozent ist der gestiegen? Ja, du hattest ja jetzt knapp 200-300% geschätzt, also sind in Wirklichkeit 3400%. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, eine Erhöhung innerhalb der letzten 40 Jahre um 3400%. Das ist irre, wäre ich nie drauf gekommen. Die Rendite hätte ich gern gehabt. Ja. Also auf Deutsch, überlegt euch das ganz genau. Jetzt zum Thema Fertighaus da hinten. Güven, du hast das vorbereitet. Du hast hier unten schon ein Holz dran. Das ist was? Das ist das Schwellenholz. Wir brauchen dieses Holz, damit wir praktisch hier mit unserer Beplankung und auch unserer Unterkonstruktion circa 30 cm aus dem Spritzwasserbereich rauskommen. Da kann ich dann eine entsprechende Styrodurplatte nehmen, von mir aus auch geprägt, sodass ich sie verputzen kann. Also das ist Pflicht, 30 cm aus dem Boden raus und darauf basierend dann entsprechend die Konstruktion. Okay, also ab der Sockeldämmung gehen wir hoch. Wir haben gesagt, wir sparen uns jetzt die komplette Unterkonstruktion. Wie kriegen wir das mit der Statik hin, Güven? Ja, als erstes muss ich natürlich wissen, wo ich die Balken habe. Das bedeutet, ich kann nicht natürlich irgendwo in den luftleeren Raum reinbohren oder reinschrauben. Das bedeutet, wenn dahinter Elektrokabel sind oder Wasserleitungen, dann mache ich das in der Regel nur einmal und dann habe ich einen sehr, sehr großen Aufwand, das wieder in den Griff zu kriegen. Das bedeutet, ich muss natürlich in so einem alten Holzrahmenbau erstmal die Hölzer finden. Völlig da nochmal ein ganz kurzer Hinweis. Bei alten Häusern hat man früher natürlich entsprechende Bekleidung gehabt. Das waren teilweise asbestbelastete Materialien in der Außenbekleidung. Da bitte vorher prüfen, euren alten Bauplan anschauen, wie auch immer und wie mit Asbest umzugehen ist. Das wissen die Fachleute, brauchen wir ja gar nicht lange erläutern. Wir gehen jetzt weiter, wie der Güven richtig sagte, ihr müsst erstmal schauen, wenn ihr so eine verputzte Außenwand habt, wo ist denn euer Holzständer, wo ist denn da was, was meine statische Konstruktion aufnehmen kann, wo ich fest dran montieren kann. Genau. Das kann ich durch mehrere Möglichkeiten machen. Die einfachste oder eine der simpelsten ist... Ja, man kann es klopfen in der Hoffnung, dass man was trifft. Man kann natürlich jetzt auch, wie gesagt, reinbohren und suchen. Ja. In der Hoffnung, dass man kein Elektrokabel oder sonst was erwischt. Viel einfacher und eleganter geht es natürlich mit einem Gerät von DEWALT. Wir haben hier den FATMAX von DEWALT. Also mich beeindrucken die Namen immer wieder. Tolles Gerät, finde ich. Ja, also der hat, wie gesagt, die entsprechende Option, dass ich hier zum Beispiel Trockenbauprofil oder Holz suchen lassen kann oder Elektrokabel.
oder entsprechende Wasserrohre oder halt Stahlträger. Ich brauche das eigentlich relativ einfach. Ich schalte das da hier ein, habe hier seitwärts einen Knopf, den setze ich irgendwo in der Fläche an und nivelliere sozusagen, beziehungsweise eiche den einmal. So, und wenn dieses Ready erscheint, dann gehe ich auf die Suche. Und irgendwann werde ich mein Holz finden. Das bedeutet, hier in den Bereichen ist Holz. Er zeigt mir dann in der Regel auch praktisch diesen Bereich an, so dass ich dann weiß, das ist meine Mitte des Holzes. Also ich habe ihn jetzt gefunden, ich zeige es gerne nochmal. Oh, er hat auch Strom gefunden. Wollte ich gerade sagen, da hinten ist noch ein Stromkabel, er hat es uns kurz gezeigt. Genau, ich gehe einfach weiter. Ah, jetzt habe ich nicht mehr geeicht. Dann eichen bitte nochmal. Wir wollen ja hier zeigen, dass wir hier ganz sauber arbeiten. So. Also da war jetzt mein Träger. So, dann sehen wir, hier müssen wir hinschrauben. Deswegen haben wir hier schon ein bisschen gezeigt. Ja, wir haben ja praktisch von den früheren Sendungen ja schon diese Träger gesucht gehabt, also da nicht wundern. Das Gerät, wie gesagt, lohnt sich allemal und funktioniert wunderbar. Man ist auf der sicheren Seite, bevor man da wirklich irgendwelche sanitären Sondereinsätze auslöst, dann lieber sowas. Okay, so, wir beginnen schon mit der Verlegung. Genau. Wir haben geprüft, wo unsere Balken, unsere Träger sind, wo können wir reinschrauben. Als ersten Schritt, die erste Dämmlage kann man einfach einstellen. Ja, dass man einfach schon mal eine Richtung hat. Man macht eigentlich nichts anderes, wie jetzt zum Beispiel ein Holz herzunehmen, auf gut Deutsch, und man schraubt es hier an das Schwellenholz ran. Und ich kann dahinter einfach jedes Mal den Dämmstoff einfach dahinter schieben. Dadurch, dass ich es hier unten einmal fixiert habe, kann ich natürlich das auch leicht rausziehen, sodass ich mit dem Dämmstoff dahinter komme. Und kann danach sozusagen, wenn die erste Lage drin ist, sofort eine entsprechende Schraube reinjagen, sodass man dann halt hier wirklich eine Stabilität hat über die gesamte Länge. So, wir hatten hier den Balken gefunden, Güven. Gehen wir auf die Höhe. Tue ich das in unten aus. Auch hier wieder zu zweit arbeiten. Für das Lüftungsgitter. Wichtig. Ganz wichtig, zum Schluss, das zeigen wir euch noch, kommt hier über die Sockeldämmung das dementsprechende Gitter, das Kleintiergitter, um Besuch in der hinterlüfteten Fassade zu vermeiden. Das heißt, hier unten einfach bündig abschließen mit diesem Schwellenholz. So, dann setze ich hier die erste Schraube. So, und dann hält es eigentlich schon. Also es ist frei beweglich, wie gesagt. Man kann es leicht herausziehen, sodass man wirklich den Dämmstoff dahinter bringt. Hat aber, wie gesagt, eine entsprechende Stabilität. Über so eine normale Geschosshöhe reicht da diese eine Schraube, bis ich den Dämmstoff habe und kann dann sozusagen mit meiner eigentlichen Tragschraube dann anarbeiten. So, jetzt gehen wir zur eigentlich statisch tragenden Unterkonstruktion über. Wie Güven bereits gesagt hat, wärmebrückenfrei. Wie machen wir das, Güven? Also nahezu wärmebrückenfrei, das muss man sagen. Also im Endeffekt haben wir die Wärmebrücke eigentlich nur noch die Schraube, die jetzt dann hier reingetrieben wird. Im Endeffekt, die Schraube selber ist unsere Integra Twin UD-Schraube. Das bedeutet, wir haben hier eine Schraube, die hat hier so einen freien Schaft. Hier einen Bereich, in dem sie was freibohrt, damit dieser Schaft ohne Probleme eingreift. Dann hier hinten ein Gewinde und hier vorne ein Gewinde. Und ganz wichtig auch diese Spitze hier, die dann sich praktisch selber vorbohrt, aber die mir erlaubt praktisch, wenn ich das ins Holz einschlage, dass es dann auch erstmal wie ein Nagel stecken bleibt. Also ist für die Montage viel leichter. Und die Schraube brauche ich natürlich für den Untergrund bemessen. Das bedeutet, unsere Dämmung gibt es dann in der Dicke von 60 und 100 Millimetern. Dafür gibt es dann auch die entsprechende Schraubenlänge. Das bedeutet, dann muss ich natürlich hier die 100 Millimeter Dämmstoff überbrücken und noch eine entsprechende Verankerungstiefe im Untergrund haben. Passt. Der weitere Fakt für die Statik ist auch ganz klar, wir brauchen ja einen definierten Schraubenabstand. Dazu liefert Isover eine vorgefertigte, abgenommene, geprüfte Statik. Genau. Markus, du blendest sie gerade mal ein. Und da seht ihr dann, dass man praktisch aus dem unteren Bereich die 25 cm hochrutscht und dann praktisch Schraubenabstände von kleiner gleich 85 cm hat. Wir haben es uns einfach gemacht, wir haben die ganzen Latten schon vorgezeichnet, würden wir euch auch empfehlen, dann braucht ihr nicht mehr messen. Genau, hier markiert. Dann hier markiert und so weiter. Und man sieht eigentlich mit drei Schrauben, die man dann in wechselseitiger Richtung einschraubt, hat man praktisch die Statik auch im Griff. So, dann würde ich denken. Dann, warte. Die brauchst du. Genau. Ja, Güven ist halt hier. René, wenn du gerade mal von der Seite guckst. Mit allen Körperteilen voll im Einsatz. So. Warte also, mal, Güven. Ich habe sie jetzt praktisch schon eingeschlagen. Ich habe jetzt nichts anderes gemacht wie das da hier. Ich kann jetzt sofort loslegen. Wenn ich ausgerichtet habe, darfst du das. Genau. Ich habe hier praktisch auch meine Markierung, wo praktisch ich am Balken anlegen soll. Und hier praktisch die Schraube. Das bedeutet, ich lege sie an, richte sie ein bisschen aus. So, nochmal kurze Kontrolle.
Jetzt kann ich noch justieren. So. Sitzt. Und wir sind auch gerade. So. Und so mache ich das praktisch Schritt für Schritt, aber natürlich erst, wenn ich die Dämmung eingebaut habe. Mache ich die Schrauben zuerst, habe ich natürlich die Schwierigkeit, den Dämmstoff dahinter zu bringen. Das kriege ich nicht mehr. Das genau. Geht nicht. Also immer erst Dämmstoff, dann die Schrauben. Die erste Schraube zuerst, damit die Latte überhaupt fixiert ist. Dämmstoff einbringen, genau. Dämmstoff einbringen. Jetzt haben wir hier eine relativ kurze Latte. Es gibt Fassaden, 4, 6, 8 Meter. Gibt es einen einfachen Trick, habe ich auch vom Güven gelernt. Unten im Schwellenholz schrauben. Der nächste Schritt wäre, Güven... Im Endeffekt mit einem Reststück von meinem 40 auf 60er Konterleitung sozusagen jetzt nicht genau so, sondern so. Jawohl. Leicht sozusagen kippen, sodass man ein bisschen Luft hat und dann schraubt man praktisch hier einfach rein, irgendwo in einem bestimmten Bereich, wo ich dann weiß, okay, da kann ich ohne Problem reinschrauben, Fenstersturz zum Beispiel, ja. Wenn die verlängert ist oder auch so. Praktisch Geschossholz. Das fixiert euch eine extrem lange Latte. Wie gesagt, der Trick dabei ist, das Holz ein wenig zu kippen. Dass ich Luft habe. Damit entsteht hier ein größerer Abstand als die 60 mm Dämmstoffstärke, weil ihr kriegt nachher Schwierigkeiten, wenn ihr das so press ranschraubt, hier den Dämmstoff dazwischen zu schieben. Einfach ein bisschen ankippen, mit einer Schraube, mit der gleichen, die wir da unten fixieren. Und dann ist die Latte schon auf Abstand. Dann ist die Latte auf Wichtig Abstand. Ist nur natürlich, wenn ich den Dämmstoff eingebraucht habe, die Schraube wieder raus, damit ich satt wieder anliege. Ja. Also nicht jetzt diese 5 mm Spalt lassen. Gut. Super. Wir nehmen die zweite. Genau. Du gibst mir den Schrauber. Du wechselst den Bit. Also diese Typenstatik gibt es dann übrigens bei uns von Dialog. Das bedeutet, im Endeffekt ist es fast für alle Häuser, die wir dort haben, mehr oder minder vorgegeben. Sobald man die 85 nicht überschreitet, ist man eigentlich auf der sicheren Seite. So sieht's aus. Nächste Latte. So. Und wo haben wir gesagt, schrauben wir? Da, wo wir markiert haben. Na, dann machen wir das. Also wichtig ist einfach, dass man hier sauber arbeitet, am besten zu zweit, dass man hier auch schön ausrichten kann. Theoretisch würde jetzt eine erstmal hier unten die Hölzer machen. Und darauf aufsetzen. Sitzt. Nicht so weit eintreiben, bitte. Das mache okay. Ich nicht so. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, hat man hier ein bisschen Spiel und kann dann praktisch die Dämmung einbringen. Bevor wir das jetzt machen, machst du das mit der Dämmung? Mache ich. Willst du da schon schrauben? Soll ich dir nicht erst ausrichten? Das mache ich. Alles klar. Wechsel. So. So. Voilà. Ihr seht, das geht bei uns Hand in Hand. Der Güven schraubt. Zu der Konstruktion selber nochmal. Wir haben gesagt, das ist nicht nur wärmebrückenfrei, sondern auch diffusionsoffen. Gerade in 2013, wir erinnern uns, die Hochwasserschäden. Wenn wir jetzt ein Fertighaus hätten, was hochwassergeschädigt ist, wo die Konstruktion eine gewisse Feuchtigkeit abbekommen hat, durch diese Art der Dämmung kann die ungehindert nach außen wegtrocknen. Wir haben einen Mühwert von 1 für die Nichtfachleute. Wir sind genauso diffusionsoffen, also in der Lage, Wasser trocknen zu lassen wie Luft. Das funktioniert mit Mineralwolle. Genau. Einwandfrei. So, jetzt gibt es noch was zu dem Thema Stöße. Stöße von Dämmplatten. Hier in dem Fall. So. Hier wieder hintergesetzt. Schön weit hinten ran. Die Ecken, genau. Richtig schön in die Ecke. Press. Erstmal diese Stöße, überhaupt kein Problem. Wir wissen, Mineralwolle verfilzt miteinander. Hält wunderbar. Was wir vermeiden müssen, wenn wir hier die Platten anbringen, Güven, gibst du mir das kleine Stück? Ja. Sind sogenannte Kreuzstöße. Was sind Kreuzstöße? Wenn ich jetzt hier eine Platte ansetzen würde und hier eine komplett neue Platte nehmen würde, würde diese Platte auch hier enden. Dann hätte ich hier ein sogenanntes Kreuz, ganz klar. Hingegen, wenn ich jetzt die hier reinstelle, und die ist genauso lang Güven, das war unser... Ja, ist ja egal, es geht ja um den T-Stoß da hinten. Wir zeigen es euch bloß. So, was wir jetzt haben, ist hier, ich habe es gerade ein bisschen reingedrückt, einen Vertikalstoß und einen Horizontalstoß. Und das ergibt ein sogenanntes T. Hier steht es jetzt auf dem Kopf. Hier hinten wäre die Platte länger, wäre es dann ein gerade stehendes T. Also immer darauf achten, T-Stöße auszubilden und keine Kreuzstöße. Das heißt, hier und hier und hier dürfen sich die Platten nicht treffen. Genauso wichtig ist, dass die Platten sich auch immer berühren und dann miteinander verfilzen, dass man einfach keine Spalte haben. Wie oft schon gesagt, Hohlräume
sind einfach Leckagen, die wir nicht brauchen. Da geht ein Vielfaches an Dämmung verloren. Muss nicht sein. Gut. Prima. Ich habe da den Bit schon gewechselt. Wir gehen jetzt in den Bereich der Ecke. Das bedeutet, hier an der Ecke haben wir natürlich jetzt das Problem. Ich nehme mal das kleine Stück wieder raus, dass wir sozusagen hier jetzt folgende Variante haben. Entweder, danke Henry, ich habe jetzt hier, René, bin ich im Bild, die Möglichkeit, so ein Holz wieder zu installieren, aber dann hätte ich wieder eine Wärmebrücke, und zwar in einem Bereich, den ich eigentlich sowieso schon kritisch habe, nämlich eine sogenannte geometrische Wärmebrücke bzw. konstruktive Wärmebrücke. Das heißt, diese Ecke hier ist eigentlich schon ein bisschen kritisch. Aber da kann der Henry nochmal kurz Kleinigkeit erzählen. Also im Grunde genommen, wir unterscheiden ja zwischen zwei Arten von Wärmebrücken. Einmal stofflichen Wärmebrücken. Das wissen wir. Es gibt Baustoffe, die haben eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit und dementsprechend geht die Wärme, wie der Name schon sagt, wird die Wärme sehr schnell durchgeleitet. Zum Beispiel Beton zeichnet sich hervorragend aus als schwer belastbar und hochbruchsicher und was weiß ich, aber hat den Nachteil, die Wärme geht da gerade so durch. Sieht man öfters im Altbau, Fensterstürze früher, Beton verputzt, heute oftmals eine Schimmelfalle. Leider. Wir vermeiden das, indem wir grundsätzlich sowas natürlich abdämmen. So viel zum Stofflichen, jetzt zum Geometrischen, also Konstruktiven. Güven hat es hier wunderbar gezeichnet. Also im Endeffekt ist es nichts anderes. Wenn ich mir jetzt so eine Gebäudeecke vorstelle und ich bin jetzt hier innen, hier bin ich im Außenbereich, dann habe ich praktisch, wenn ich mal so ein Stück Wand hier angucke, dann habe ich praktisch zu der Fläche, die jetzt warm ist, die gleiche Fläche, die dann sozusagen Wärme abgibt. Das bedeutet, das da hier ist ein kontinuierlicher, konstanter Wärmeverlauf. In der Ecke würde ich jetzt diesen Bereich so und so darstellen, dann habe ich eine relativ kleine Fläche, die warm ist, zu einer relativ großen Fläche, die sehr stark abkühlt. Das bedeutet, diese große Fläche entzieht dieser kleinen Ecke viel Energie, die Ecke wird viel kälter als diese Stelle. Deswegen schimmelt es eigentlich auch immer in den Ecken zuerst. Genau das ist es. Jedem Laien wird das ganz klar sein, spätestens jetzt, warum habe ich immer eine Ecke Schimmel? Genau deswegen. Ich habe einen Punkt in der Innenseite, der nach außen ganz viel Fläche hat, wo er wegstrahlen kann. Um das zu vermeiden, machen wir natürlich eins. Nie hier jetzt, genau, wo schon eine geometrische, eine konstruktive Wärmebrücke vorherrscht, noch eine stoffliche dazu bauen. Das heißt, hier einen Holzständer zu setzen, wäre Quatsch. Machen wir nicht. Nö. Wie lösen wir das Thema der Unterkonstruktion aber jetzt? Wenn ich hier nicht da in die Wand schauen darf. Dazu. Also prinzipiell geht es erstmal darum, dass wir natürlich unsere Platte jetzt sozusagen so stoßen, dass wir gar keinen Hölzer reinmachen. Das bedeutet, die Dämmung ist nachher in sich komplett durchgängig, auch hier um die Ecken. Das zeigen wir jetzt gleich. Heißt, damit ich das da hier hinkriege, könnte ich ja jetzt zwei solche Hölzer hernehmen und dann praktisch hier ausführen. So. René, gehst mal bitte ran. Was ihr jetzt seht, ist ganz klar, der Güven hält es gerade schön. Während ich hier eine schöne große Auflagefläche für meine Außenbekleidung habe, die ich brauche. Ich muss die ja noch mechanisch befestigen, schrauben und ähnlich. Hier funktioniert das. Spätestens hier, wenn ich die Außenbekleidung anbringen will, funktioniert es nicht mehr. Warum nicht, Güven? Ja, ich muss natürlich nach der 68-800, der DIN, entsprechend für den Holzschutz, natürlich auch Mindestabstände vom Rand einhalten. Das bedeutet, eigentlich brauche ich hier circa fünfmal den Schraubendurchmesser in der Regel. Eine Schraube mit 5 mm mal 5 sind die 2,5 cm, salopp. Das bedeutet, ich müsste eigentlich, wenn ich schraube, 2,5 cm vom Rand weg sein. Die habe ich hier zum Beispiel gar nicht gegeben. Also müsste ich eigentlich ein Holz haben, das so aussieht. So, wie kriegen wir die beiden Hölzer zusammen? Das geht nicht. Vor allem, ich muss da auch Glück haben, dass ich dahinter überhaupt was befestigen kann. Ja. So, haben wir uns auch wieder was einfallen lassen? Oder, um genau zu sein, der Güven. Wir nehmen anstatt hier dem 40-60er Holz, dem standardmäßig, genau, ein Holz mit 100 auf 40, das haben wir auf 40 runtergehobelt. Im Endeffekt soll es mir jetzt praktisch eine Brücke bilden. Ich stelle es nochmal gerne hin. Das bedeutet, ich schraube hier in den Bereichen dieses Holz praktisch an meinem Schwellenholz an. Meistens in den Eckbereichen ja dann irgendwo ein Balken, wenn es so eine einbindende Wand ist. Das nächste so. Und jetzt habe ich hier praktisch meine 60 hier, überdecke meine 40 und habe hier wieder meine 60 zum entsprechend Befestigen der Außenbekleidung. So. Und ich bin vor allem wärmebrückentechnisch super optimiert, weil einfach der Dämmstoff nicht unterbrochen wird. Das machen wir jetzt. Das werden wir auch gleich machen. Dann machen wir uns einfach. Du montierst das schon noch ein bisschen vor. Ja. So. Ich stelle schon mal Dämmung rein. Wunderbar. Also zu dem Produkt vielleicht noch mal ganz kurz, dass ihr das mal gesehen habt. Ultimate ist sozusagen, ja, ich will jetzt nicht blöd klingen, aber der Hybrid zwischen Steinwolle und Glaswolle. Das bedeutet, es hat die Flexibilität von der Glaswolle, aber die 1000 Grad Beständigkeit einer Steinwolle. Und die Platte selber ist sehr unempfindlich. Das bedeutet, ich habe wirklich ein Produkt, das immer seine Eigenschaften fast immer behält. Also auch auf der Baustelle sehr dankbar ist.
und vor allem ganz wichtig, 30-40% leichter als eine Steinwolle. So. So. Ich bin ja auch fast fertig üben. Gut. Das passt. Und damit haben wir unsere Eckkonstruktion. Aber bevor wir die schrauben, genau, haben wir natürlich, nachdem wir jetzt wissen, wie so eine Innenecke ausgeführt wird, schön komplett mit Dämmstoff ausgefüllt, das Problem oder die Herausforderung der Außenecke. Genau. Gibt auch die Möglichkeit, hier das viel eleganter zu machen. Im Endeffekt, wenn ich weiß... Eleganter als was? Ja, es kommt darauf an, was für eine Außenbekleidung ich habe. Im Endeffekt, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe eine geschlossene Verkleidung, wie jetzt zum Beispiel, wenn der René mit mir gerade mal schaut. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier so eine Bekleidung habe, die sich als Deckelstülpschalung hier komplett verschließt, dann ist es natürlich kein Problem, Dämmstoff zum Beispiel so zu schneiden, dass ich sichtbare Kanten habe. Mache ich aber eine entsprechende Rautenverlegung mit den entsprechenden Latten, wo ich Freiräume und Spalte habe, dann ist es natürlich viel besser. Man sieht diese Kanten nicht. Also im Endeffekt würde das, wenn ich es direkt so schneide, folgendermaßen aussehen. Ich habe hier praktisch eine Schnittkante, die dann teilweise durch die Fugen immer rausleuchten würde. Viel eleganter wäre es natürlich, wenn schwarz auf schwarz bleiben würde, sodass ich das gar nicht durchscheinen habe. Machen wir ja gleich, zeigen wir ja gleich. Genau. Also ganz wichtig, es funktioniert bei geschlossenen Bekleidungen, wenn ihr diese Schnittkante seht. Kein Problem. Wir haben aber immer wieder Anforderungen von Architekten, die sagen, wir wollen in der Dämmebene eine homogene Oberfläche haben. Selbst in der Dämmebene, weil heute sehr oft mit offenen Fassadenbekleidungen gespielt wird, optische Einflüsse ganz, ganz wichtig sind. Mit Ultimate schaffen wir es, solche Ecken ganz einfach auszubilden. Güven zeigt uns wie. Also im Endeffekt hier die Platte, also jetzt nichts irgendwo drauf oder so. Ich halte es hin. Zeichne mir jetzt ganz normal mit dem Bleistift sozusagen hier hinten das an. Ich zeige es gleich. Leg's mal gerade schön langsam auf den Boden. So. So, und hier jetzt ist der Bleistift zurück. Genau. Also man kann wirklich mit dem Produkt überall wirklich wunderbar markieren, was man dann auch schneiden möchte. Das bedeutet, das ist meine Wandkante, den Bereich schneide ich und jetzt bin ich ganz salopp, Pi mal Auge. Mal Daumen. Pi mal Daumen, Pi mal Auge ist immer mein Lieblingswort. Ich muss noch emigriert werden, das ist okay. So, und jetzt habe ich nicht bis zum Vlies runter, einfach nur Pi mal Auge, Pi mal Daumen sozusagen, das Ganze geschnitten. So, und jetzt kann man sich das Ganze nochmal anschauen. Das bedeutet, ich liege hier an der Ecke an. Und jetzt? Ich treffe hinten, habe die Innenecke ausgebildet, Dämmstoff auf Dämmstoff, sauber. Und jetzt klappe ich das einfach hier rum. Genau. Und jetzt kann man sich das Bild natürlich wunderbar anschauen. Das bedeutet, ich habe hier eine sichtbar geschlossene Kante, wenn sie sichtbar wäre. Und ich habe vor allem eine kontinuierliche durchgehende Dämmschicht. Und so könnte das natürlich wunderbar aussehen, wenn ich dann weiß, okay, es ist optischer Anspruch. Ganz sauber bekleidet, funktioniert und nur mit Ultimate. Wichtig ist, guckt euch mal das Vlies an, es bricht nicht oder so. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großer Vorteil von Ultimate. Und das kann man dann noch eine Weile machen. Aber jetzt halte ich mal und du schraubst. Ich wollte gerade sagen, wir wollen hier nicht noch eine Weile hin und her biegen, wir wollen schrauben. Das ist die Extended Version. Nimmst du den Ständer? So, du richtest wieder aus. So, noch ein Stück runter. So, ja, so passt das. Und jetzt kann ich das hier schon praktisch entsprechend bewegen. Ich könnte jetzt natürlich gleich das zweite Holz machen, dass man das nicht abhaut. Das wäre natürlich wunderbar. Mache ich doch prompt. So, jetzt richte ich ganz kurz die Wasserwaage aus. Warte. So, jetzt darfst du. Voilà. Und jetzt habe ich auch praktisch meinen Untergrund wunderbar ins Wasser gesetzt. Das bedeutet, mit dem Schwellenholz hole ich mir natürlich das ganze Gebäude einmal auf eine Ebene, ja, einmal rings ums Haus, wie bei der letzten Sendung auch mit Eternit gezeigt, einmal mit dem entsprechenden Profil untenrum. Und so kann ich jetzt einfach weiterarbeiten, kontinuierlich. Das bedeutet, das nächste Holz wäre jetzt wieder hier. Ich habe ja meistens in den Bereichen der Ecken irgendwo ja dann einen Holzträger. Das bedeutet, ich kann hier in dem Bereich was schrauben. Wenn ich hier um die Ecke gehe, dann natürlich auch in diesem Bereich. Ich muss nicht irgendwo an der Ecke sitzen oder versuchen, Holz auf Holz treffen zu lassen. Richtig. Viel eleganter ist es natürlich, so zu arbeiten. So, in der Ecke wissen wir, wir haben Holz, wir können hier schrauben. Bevor wir schrauben, schneiden wir noch eine Dämmplatte. Gerne. Hinter dir steht eine. Also ich habe jetzt eine ganze Platte genommen. Man könnte jetzt, damit man hier nachher gleich nachher, wenn ich um die Ecke biege, damit man dort wieder einen Versatz hat, die erste Platte hier
Ich zeig's jetzt mal. Drin? Salopp, zurückziehen. Schieb die zweite ganz an die Wand. Stimmt auch. Schieb rüber und jetzt habe ich hier schon einen Versatz, wie man erkennen kann. Das bedeutet, wenn ich dann um die Ecke gehe, habe ich wieder meinen Versatz. Ich habe wieder eine T-Fuge anstatt Kreuzfuge. Ich habe gar nicht groß geschnitten, kein Dreck auf der Baustelle. Sind 6 cm. Besser ist natürlich mehr, aber ich sagen. Keine Kreuzfugen. Ja. Das gilt. Das geht auf jeden Fall. Gut. So. Schneiden. Jawohl. Nochmal. Willst du mal oder soll ich? Das machst du. Okay. Also das Tolle an dem System ist, dadurch, dass ich die Konterlatten noch nicht fixiert habe, kann ich immer wieder Dämmstoff rein- und rausnehmen. Das ist natürlich für die Handhabung auf der Baustelle sehr, sehr viel leichter. So, und wir zwei sind sicher nicht die professionellen Fassadenverleger. Aber ihr seht, wenn man sich das mal eine Weile angeguckt hat, sich damit auseinandergesetzt hat, dann geht das ziemlich zügig. Da ist es natürlich vom Vorteil, wenn man entsprechend ein großes Messer hat, auch von ISO her übrigens zu bekommen, sodass man dann wirklich sauber arbeiten kann. So. Ich stoße wieder an der Wand und genau. Hier passt das auch. Und dann habe ich meinen Versatz. Voilà. So. Bevor wir das machen, schrauben wir jetzt hier das nächste Holz. Genau. Ich halte, du schraubst. So machen wir das. Wo ist die Markierung? Ja. Warte mal, unten ausrichten, das passt. Sitzt. Ja, wackelt ein bisschen, aber. Die kommt nur gut, dann machen wir doch gar nicht lang rumgüven. Da fangen wir von der Seite an, mit der Twin OD zu schrauben. Genau, dann haut er mir auch nicht ab. Also ich habe wirklich alle Optionen, die ich da haben möchte. Hältst du mal gerade bitte? Mache ich sofort, ich wollte dir nur die Schablone holen. Einmal, bitteschön. Der Peter hat die 30 Grad übrigens im Gefühl, also wahrscheinlich braucht er da die Schablone nicht mehr. Warte, lass mich die ganze Sache ins Wasser bringen, jawohl. Wie man so schön sagt. Dann stehst du seitwärts und dann kann der René auch filmen, wenn du es hast. Passt. So. Schablone habe ich in der Hand. Voilà. Du willst filmen, René? Bitteschön. Also meine 30 Grad circa. Letzte Kontrolle. Muss ich gleich den Akku tauschen, aber im Endeffekt habe ich jetzt die Platte fixiert. Ich kann jetzt wieder wunderbar arbeiten. Ist kein Problem. So, und so kann ich das rein machen. Wichtig ist nur, wenn wir jetzt mit den Schrauben arbeiten, jetzt nicht anfangen, zwei Schrauben so zu setzen und die dritte erst so. Bitte im Wechsel immer. Das bedeutet, die nächste Schraube, die jetzt hier reinkommen würde, die würde jetzt in dieser Neigung hier das machen wir montiert. Ja gleich. Geben. Genau, die wird so reinkommen. Also nicht wieder so und dann die nächste erst wieder so. Bitte immer im Wechsel. Man bildet hier sozusagen ein Fachwerk aus, der die ganzen Schubkräfte, Windzugkräfte und Druckkräfte entsprechend aufnimmt. So. Die Mädels kämpfen mit dem Akku. Erfolgreich, wie man sieht. Ja, das ist das Gute von DeWalt. Man kann es jemandem in die Hand geben. Nicht böse sein. Das kriegen wir nach der Sendung. Pass auf. So. Gut, passt. Okay. Super. So, und so arbeite ich wirklich Stück um Stück um meine Fassade rum. Ich meine, meistens habe ich ja im Untergrund die Achsmaß 62,5 im Holzrahmenbau. Das bedeutet, wenn ich ein Holz gefunden habe, kann ich natürlich relativ schnell abschätzen, wo müsste das nächste sitzen. In Bereichen von Fenstern ist es wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, dass dann hier entsprechend eine Stütze dann ist. Also da braucht man sich dann nicht rund machen. Gut. Du schraubst und ich bin dein Schraubenlieferant. Wollten wir jetzt nicht die eine um die Ecke legen noch? Die ach, jetzt gemacht. Du hast doch völlig recht. Du hast doch völlig genau. Recht, Güben. Du hältst. So. Damit man schön im Anschluss sieht, wenn wir das umgeknickt haben. So. Wir sitzen unten. Und nicht wundern, Ultimate hat eine richtig ordentliche Spannkraft, also da muss man dann schon ein bisschen anarbeiten. Wir sitzen unten. So. Ich spanne gleich um. Ja, und dann wechselst du auch gleich den Bit. Das meine ich. So, ins Wasser gesetzt. Du hältst ihn genauso? Ja. Ja, ein bisschen mittig sollte man dann schon treffen. Also wenn man zu nah am Rand ist, bitte aufpassen. Also das ist nicht erlaubt. Wirklich versuchen, in der Mitte des Holzes zu gehen, sodass man dann links und rechts genug Fleisch hat. Schablone. Hol ich mir. Liegt da. Ha, jetzt habe ich es raus.
Kannst loslassen. So, jetzt schieben wir die noch ein bisschen. Nö, das passt schon. Das ist in der Kante. Das ist noch drin. Wunderbar. Und so kann ich wirklich Stück um Stück weiterarbeiten. Ich meine, die Innecke habt ihr jetzt gesehen, wie wir sie vorhin da drüben gemacht haben, würde ich jetzt hier weiter weiterarbeiten. So, ich schlage vor, wir setzen noch die drei Schrauben, damit man auch sieht, wie die von der anderen Seite geschraubt werden. Genau. Dann hältst du gerade mal die eine Schraube. Na klar. So. Und dann seht ihr, wenn die Vorbereitungen sauber gelaufen sind, das Holz ist angezeichnet, die Schwellleiste ist gesetzt. Kühlwasser. Güven kämpft hier mit der Latte. Zielwasser ist wichtig. So, ausrichten. Übrigens für die Leute, die vorhaben, wieder Güven, diese Schablone zu verschlucken, ist kein Problem. In jeder Schachtel der Schrauben ist eine drin. Also wenn die weg ist, ihr kriegt eine neue. Ja, ansonsten macht man sich halt einfach mal eine weitere Stück Holz oder was auch immer. Ich meine, fressen tue ich es nicht. Das passt schon. Also hier, man sieht hier, dass praktisch die ganzen Kräfte hier nicht auf dem Dämmstoff liegen. Die Konterlatte wird über die Schrauben sozusagen hier fixiert und alles, was an Gewicht kommt oder an Windzugkräften, ist hier. Wenn du noch eine Weile dran ziehst, fällt unser Fotostudio zusammen. Lässt es bitte jetzt. Das hält's aus. Das haben wir montiert. Schrauben hier. Fast. Ja, im Endeffekt, man arbeitet jetzt hier weiter praktisch das Profil hier schön in die Ecke und dann schiebt man, also idealerweise, ich könnte jetzt sozusagen erstmal keine Schrauben machen, sondern schiebe erstmal eine Dämmung komplett über den Stockwerk genau drüber, Arbeit an und dann fixiere ich das. Das ist ja das Tolle, ich muss nicht sofort Zug um Zug arbeiten. Die erste Schraube eignet sich nur, damit das Ding nicht nachher mir auf den Kopf fällt. Wir haben als letzten Arbeitsschritt, diesmal nicht vergessen, genau, ein Lüftungsgitter, Kleintierschutz. Kleintierschutz, ich wollte wieder Insektengitter sagen. Kleintierschutzgitter. Es ist bekannt, dass in der Fassade, gerade im Sommer, wenn die Sonne draufstrahlt und dieser warme Luftzug da durchgeht, sich gern allerlei Kleintiere einnisten. Deswegen schreibt uns auch die Vorschrift vor. Steht es in der Norm oder? Ich habe es jetzt nicht mal präsent. Also die Regeln der vorgehenden Lüftenfassade bewirken, dass man Minimum 2 Zentimeter Hinterlüftung hat. Richtig. Bei Holzunterkonstruktion maximal 5 Zentimeter, bei Metallunterkonstruktion, was jetzt in dem System nicht wäre, maximal 15 cm. Alles darüber hinaus entspricht nicht mehr den Regeln der vorgehenden Lüftenfassade. Steht das Kleintierschutzgitter steht auch in der Vorschrift. Genauso wie die Abstände vom Boden und. So, das hier einfach zwischen unserer Schwellleiste und der Sockeldämmung einbringen. Ziehst du ein bisschen zurück. Zurück. So, und jetzt schiebst du es langsam ein. Genau. Hier hinten sitzt es immer nicht. Übrigens, das ist immer ganz oft eine Anmerkung, dass die Leute sagen, ich brauche das als Insektengitter. Den Insekten ist es in den Bereichen der vorgängigen hinterlüfteten Fassade viel zu zugig. Also da wird kein Wespennest oder sonst was entstehen. Und wenn eins da drin entsteht, dann bedeutet das, dass an irgendeiner Stelle ein Fehler ist, weil nämlich dort die Hinterlüftung nicht funktioniert. Den Tieren, also den Insekten, ist es eigentlich hinter der Fassade dort zu zugig. Ganz einfache Kiste. Gut. Wichtig nochmal ein Hinweis, wenn ihr jetzt eine Rautenverkleidung macht oder eine entsprechende Konstruktion, wie ihr zum Beispiel letztes Mal gezeigt, C3-Klick, dann braucht ihr natürlich noch hier entsprechende EPDM-Bänder, die das natürlich auch konstruktiv wieder schützen, bevor ihr da was drauf geht. Ansonsten habt ihr eine geschlossene Stülpschalung, wird der Hersteller euch dann sagen, ihr braucht vielleicht da gar nichts und könnt da wunderbar anarbeiten. So, ich habe hier mal eine Schraube gesetzt. Bitte darauf achten, Schrauben mit einem flachen Kopf zu nehmen, dass die nicht zu weit hochstehen und nachher bei der Montage der Außenbekleidung weit überstehen und dann sieht das optisch auch wieder nicht toll aus. So. Noch einen kleinen Hinweis. Es gibt ganz oft Leute, die dann hier so ein Kiesbett haben oder sonst was als Spritzwasserschutzbereich. Und im Winter, wenn die den Weg hier freiräumen, den Schnee darüber kippen. Wenn der Schnee natürlich dieses Gitter hier irgendwann verdeckt, beziehungsweise ich bis an die Fassade den Schnee werfe, ist natürlich in dem Augenblick die Hinterlüftung futsch. Also das dürfte nicht passieren. Und man muss dann, salopp gesagt, den Hausmeister oder den Besitzer oder den Bauherrn darauf hinweisen, dass er einfach dafür sorgt, dass die Hinterlüftung frei bleibt, dass auch eine Zirkulation stattfinden kann. Das heißt, das, was ich unten mache, muss auch oben wieder raus, also auch oben entsprechend so ein Gitter ranmachen und dann ist man eigentlich, salopp gesagt, fertig. Fertig war das Stichwort. Wir sind es im Jahr. Wir haben euch schön gezeigt, wie man mit sauberer Vorbereitung relativ zügig eine fast wärmebrückenfreie, der Güven ist nochmal sehr genau, eine fast wärmebrückenfreie Konstruktion bauen kann, die absolut diffusionsoffen ist, die Fertighäusern aus den 70er und 80ern auf die Sprünge helfen kann, sie energetisch modernisieren kann. Das lohnt sich für eure Geldbeutel. Macht's einfach. Materialien haben wir euch gezeigt. Konstruktion steht. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Dort bekommen wir Unterstützung aus dem Hause Reinzink, also Metallfassadenbekleidung in Verbindung mit ISO-Wehrdämmung. Freuen uns drauf, wenn ihr noch ein paar Fragen habt. Der Chat ist noch 20 Minuten offen.
Also dazu, wenn Reinzieg kommt, werden wir übrigens diesen Bereich wieder zurückbauen. Also nicht wundern, wenn es beim nächsten Mal wieder blanko ist oder so. Okay. Also wir bauen das dann entsprechend wieder zurück, sodass die Kollegen dann entsprechend auch von der Unterkonstruktion bis zur Außenbekleidung dann alles zeigen können. Prima. Bis dann. Tschüss. Tschüss.